mit dem aktuellen Kader werden wir in die Rückrunde gehen, weil wir total auf diesem Kader vertrauen. Was dann im Sommer ist, das werden wir zum späteren Zeitpunkt besprechen. Wollen Sie ihn denn im Sommer haben? Also grundsätzlich ist es so, dass Marco Reus sicherlich ein sehr interessanter Spieler ist. Ein Spieler mit hohen Qualitäten. Und wir wollen natürlich die besten Spieler nach München holen. Eine Entscheidung ist da aber abschließend noch nicht gefallen. Und deswegen kann ich das heute leider auch, wenn Sie mich jetzt noch 2 bis 3 Mal fragen, nicht beantworten. Also wir haben noch ungefähr 11 Minuten für dieses Thema. Christian, die Süddeutsche Zeitung ist ja als seriöses Blatt bekannt. Die haben geschrieben, dass der FC Bayern ein Angebot hinterlegt hat. Haben die richtig recherchiert? Nein, leider nicht. Und in der heutigen Berichterstattung muss man genau suchen nach den Seriösen. Aber das ist nicht Fakt und entspricht nicht den Tatsachen. Thomas, Marco Reus sagt, er weiß nichts von einem Angebot. Max Eberl, der Manager von Gladbach, sagt, er weiß nichts von einem Angebot. Christian sagt auch, er hat keins abgegeben. Danke. Also ist das wirklich also, so? Bitte. Ja. Also warum halten die es? Ja. Und warum halten die drei so zusammen an der Stelle? Müssen wir noch mal klären. Das ist natürlich ein völlig neuer Ansatz, aber ein sehr guter Ansatz, ja, bitte, Thomas. Ja. Habt ihr mit seinem Berater einfach mal telefoniert oder so? Ja, sein Berater betreut ja unter anderem auch den Toni Kroos und von daher ist man natürlich in Kontakt, aber konkrete Gespräche hat es da keine gegeben, die dann Marco Reus betreffen. Wie viel Lust hat der Reus denn zu wechseln? Wie ist die Tendenz denn? Tut mir leid, ich kann es nicht beantworten, weil er heute auch nicht eingeladen ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man eines sagen, wenn der FC Bayern München einen Spieler verpflichten will, dann wird er ihn auch verpflichten. Und dann haben wir auch genug Überzeugungskraft, so in allen Belangen, ihn dann nach München zu holen. Angeblich hat der Marco Reus jetzt so eine Transfersumme von 18 Millionen festgeschrieben, weil er nächstes Jahr wechselt. Je kürzer die Vertragslaufzeit dann ist, also ein Jahr später, dann wird das weniger. Dann sind es über 15 Millionen, nachher vielleicht über 12 Millionen im Jahr 2014. Also können Sie auch sagen, ach, wir nehmen den, wenn er billiger wird. Wir haben den Manuel Neuer auch nicht gerade kostengünstig erworben. Und es hat sich ausgezahlt. Also das ist sicherlich nicht das Thema. Das Thema ist, bringt uns der Spieler weiter? Und ich will es jetzt nicht auf Marco Reus konzentrieren, sondern es ist, so gehen wir an die Transfers heran. Bringt uns dieser Spieler weiter? Hilft er uns? Und dann machen wir das auch. Und dann spielen 2 oder 3 oder 4 Millionen Unterschied in der Ablösesumme keine Rolle.